Okay, Peter, wie kann man Memnon Anthem auf Gitarre spielen? Die erste Sache, dass ich bemerkt und beobachten, ist, dass die sechste Saite muss ein ganz Tritt tiefer gestimmt machen. So, es muss die Gleichton als die vierte Saite, aber ein Oktav unter. So. Gleichton, aber ein Oktav unter. So, sie muss dein sechste Saite einen ganz Schritt tiefer machen. Okay? So, dann man kann das schwere, voll Ton haben. Das ist die erste Stück. Entschuldigung. So beugen dieser Ton hier so ein bisschen. Okay. Und dann man diese Grippe. Und so zu dieser Grippe machen, sie werden dein Finger, diese Finger hier auf die fünfte Bund gerade hinüber, wieso? Und dieser Finger auf die zweite Seite auf die sechste Bund, okay? Wieso? Und diese Finger spielt nichts. Ja, aber dieser Finger muss auf dem sechster Saite die achte Bund spielen. So, wieso? Dass dieses ein bisschen schwierig zu spielen und man spielt jeder Saite. Sie sind gleich, aber sie dann Hand bewegen einen ganz Schritt. Okay, und dann auf die zehnte Bund auf dem sechste Saite. So. Dritter Bund. Die letzte Mal diese Grippe. Und dies ist die dritte Bund. Dieser Finger spielt nichts, ist im Weg. Und dieser spielt die Ton auf die sechste. Dann, okay, so. Und dann, wir haben eine neue Grippe.
auf dem sechster Bund, sechste Seite, sechster Bund, fünfte Seite, sechster Bund und dann vierte Seite, achter Bund. So, wieso? Die sechste Seite, fünfte und vierte Seite. Und so hier, hier, hier. Bam, 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 bam.